Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gods Backoffic. Heute mit einer mega langen Aufnahmesession. Wir können ja jetzt den Hechtsprung machen. So, diese Musik. Wir spielen weiter Gothic und machen die Mission. Wir sollen jetzt die nächsten vier Foki suchen, die wir zur Zerstörung der Barriere benötigen. Wir müssen noch ein paar Nebenquests machen. Wir haben eigentlich allerhand zu tun und es dürfte nicht langweilig werden, bis auf die Tatsache, dass ich halt diese Foki suchen muss. Das ist das Problematische dabei. Hallo? Ja. Ich soll noch mit so einem Typen da reden. Man darf auch nicht alles glauben, was man. Ja, okay, mit dem scheinbar nicht. Irgendwo ist hier ein Alchemist. Sagte man mir. Ach, da hast du noch mal Glück gehabt. Ja, ganz in Ruhe. Ja, ja gut, also. Okay. Vor allem, der hatte mal so Special Effects, ne? Nein, aber ich höre es hier schon blubbern. Das ist immer ein Zeichen für Alchemie. Hallo. Ja, Riordan, genau. Satoras schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Okay. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordan, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Ja. Zeig mir deine Ware. Ich könnte... Ah ja, 160 einfach. Hahaha. Upsala, das ist natürlich falsch. Ich glaube, ein paar kann ich mir tatsächlich gönnen. Ich meine, ich hab's Geld. Aber das kratzt das nicht wirklich an, meine Kasse. So, ich lade übrigens im Hintergrund Skyrim Special Edition runter, weil ich das vielleicht in einem Stream mal spielen wollte. Dachte ich mir so, ich habe eine normale, ist ja das Let's Play, ne? Läuft ja auf meinem Kanal. Und da dachte ich mir auch, komm, mach's doch mal. So, danke. Ich habe jetzt ein paar Tränke. Gehen immer. Ich meine, ich habe genügend zu essen und so. Eigentlich brauche ich die halt nicht, aber pff. Wer es hat, der hat's. So, richtig weiter. Ja, wenn das so ist. Richtig weitergeholfen hat mich das aber noch nicht. Ich soll den Krautverkäufer ja, Moratio, der Bauer, das Krautmonopol, das hilft mir alles noch nicht weiter. Ich habe ja jetzt schließlich schon mit allen Händen geredet, da weiß ich jetzt nicht, was ich vielleicht machen könnte, damit ich da doch weiterkomme. Quatsch. Also erstmal reden wir mit ihm. Vielleicht haben wir da doch wieder was Neues. Du meinst. Erwache. Ich meine, wir können ihn ja jetzt theoretisch mit seiner, War doch klar, dass das Ärger. Ja, genau. Ich sagte was. Du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Ja, dann mach mal. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer hier größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. So, ich hoffe, wir können ihm jetzt schon das Geld geben. Dann hätten wir das... Erwache! Ja, hier genau. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal.
War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ne? Wir können nämlich jetzt noch weiter das Zeug verkaufen zu einem Top-Preis, ne? Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Okay, gut. Apropos gegessen und gekocht, ich glaube, ich mache gleich mal Pasta. Na, wie steht's in der Mine? Wir haben das meiste hinter uns. Quatsch, nur noch wenige Wochen, dann haben wir genug. Okay. Ich dachte, er kauft mir jetzt was ab. Senjan, hallo, Senjan! Senjan! Senjan, jetzt kauf! Lass uns lieber über was anderes reden. Warte mal, ich will nur mit dir reden. Ist das nicht eine gute Dialogoption? Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Okay, gut, dann nicht. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ende. Ende. Ich glaube, die kaufen mir doch nichts ab. Die aber vielleicht. Ihr lasst ja nur Banditen und Schürfer rein. Gegen die Brüder aus der Sekte haben wir auch nichts. Aber sonst kommt uns hier keiner rein. Okay. Der andere vielleicht? Ja, nicht mehr auf das. Ja, komm mal hier. Ich habe ein paar Krautstängel bei mir. Hier, nimm einen. Du bist hier immer herzlich willkommen, Mann. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was denn, Frau? Irgendwie finde ich hier keine guten Kunden. Quatsch wird viel. Entweder sind die alle schon breit oder nicht zahlungskräftig. Ich weiß es nicht. Was ist mit dir? Du willst doch was haben, ne? Hier. Ich habe also einen Tipp, ne? An der Geschichte. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wenn wiederkommen, Bruder. Now say my name. I'm the man who killed Gustfring. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Und meine Damen und Herren, ihr dürft euch jetzt was wünschen. Wir haben dahin eine Sternschnuppe gesehen. Boah, wann ist das letzte Mal, dass ich im echten Leben eine Sternschnuppe gesehen habe? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ich würde es locker auf 5 Jahre her schätzen. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Gut, das sehen wir. So, wieder runter. 11% ist jetzt von Skyrim geladen. So, Aber ich würde gerne schlafen. Ich glaube nämlich, dass ich, dass es jetzt dunkel wird. Und das ist blöd. So. Ui! Oh, mein Gott! Huch. Horatio. Du sag mal. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den... Ja, gut, dass ich, kann das erklären. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir... Ja, ich würde es mit dem Reichslord und seinen Schlägern aufnehmen können. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ja, aber... Ich werde den Reichslord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen, aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Ja. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür... Gut. Und ich soll den jetzt totprügeln oder wie? Soll ich jetzt Berliner U-Bahn machen oder was? Hallo? Hallo? Also. Okay, das hätten wir. Versuche nach dem Fokusstein. Ja, das hat sich nicht verbessert. Okay, gut. Ich esse mal so ein paar Waldbeeren.
Und ein paar Keulen Fleisch werden auch bestimmt drin. Hier. Genau, perfekt. Volles Leben. Ein Traum, meine Damen und Herren, ein Traum. Ich gehe auch voll schlafen. Ich will halt wirklich nicht im Dunkeln, ne? Das ist kacke. Und nein, nicht du. Ich. Hey, du. Hey, du. Raus hier. Ja, erstmal lass mich kurz schlafen, okay? Danke. Raus hier. So. Danke. Hey, du hast da drinnen nichts zu suchen. Ja, gut, dass das geklärt ist. Pock, ne? Sag mal. Schon. Okay, die Frage ist jetzt, wir müssen das mit den Foki halt einfach machen, ne? So, wo sind... Ach, du Scheiße. Okay, das wird ja lustig, die Feuertour. Ich meine, ich weiß jetzt wenigstens, wo das ist. Ja, muss ich halt einmal überall durch. Einen habe ich ja schon, das ist ja dieser, der da beim Sumpflager zu sehen war. Die anderen, ja, die muss ich noch finden. Kann ich denen auch was verkaufen? Ich dachte, dass ihr schon. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Weißt du, ich ticke einfach überall. Kann das sein? Ja, schon. Waterweiß in Jesse Pinkman. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden. Ja. So. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm. Ja, danke. Nein, 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 nein! Danke. Muss nicht weiter mit mir labern. Okay, die wollen nicht. Na gut, sind ja auch nur Torwachen. Wer bist du? Ich dachte schon, du kommst nie an. Egal, wir sind hier. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleib eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Ja, ich gehe noch mal kurz zurück. Das, war nicht erfolgreich. Ja, ne, was haben wir diese Folge gemacht? Wir sind aus dem Lager raus und wieder rein. Naja. Kann schon sein. Aber wir können ja jetzt wenigstens zu Laris gehen, vermute ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, das wäre scheiße. Irgendwie sieht hier jeder müde aus, kann das sein? Jetzt kommen wir halt einfach wirklich so vor, als wäre hier jeder einfach müde. Oh Gott, was ist das denn? So, Laris war ja hier auf der linken Seite. Das war hier, ne? Ja, genau. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Ja. Ja. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen.
Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Danke. Dafür. Danke, Aiblali. Ja, hallo? Ich will mit dir reden, dich nicht beklauen. Also auch das. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Vor allem richtig sinnlos. Ich will mich verbessern. Das hat halt gar nichts jetzt gebracht. Wow. Wow, wow. Toll. War nicht. Wieso gibt's das denn schon wieder? Ist wieder schlechtes Wetter angesagt oder was? Unfassbar, immer schlechtes Wetter. Immer. Na toll. Nicht schon wieder. So, muss ich was essen, weil ich dumm war. So, nochmal. So, perfekt. Ja, danke. Durch hier die Reisfelder kann man ja ungeschadet runtergehen. Ob das wirklich schneller ist, da kann man jetzt drüber streiten, als wenn ich den Weg genommen hätte, weil diese Fallanimation ja nicht schnell ist. Aber das macht nichts. Wir wollen ja auch mal unkonventionelle Wege gehen und nicht einfach Mainstream bleiben, ne? Nicht so heiß gegessen, wie es gekocht. Richtig. So ist es. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Jetzt ist die große Frage, ist hier nicht sogar schon ein der ersten Steine gewesen? Nein. Dafür muss ich. Wo muss ich dafür lang? Muss ich dafür da hier lang? Ja, Tatsache. Okay. Gehen wir den Weg lang. Das sieht irgendwie jetzt. Ja, das ist ganz. Meine ich. Sieht gefährlich aus. Bergmoos. Alles klar. Sieht aus wie Schimmel einfach. Was ist das? Drachenwurzel. Okay. Nochmal Schimmel, ne? Ja. Was ist das denn? Ach, macht Schattengewächse. Okay, gut. Ein paar Tomaten gehen immer. Da hinten sind Gegner. Das sind Lurker, ne? Oder wie die da heißen. Sind die anders? Die sehen irgendwie anders aus. Das sind der Pack Lurker. Ja, so war das. Kein. Wirklich kein Kommentar dazu. Pullen. Ich mach den halt wieder Schaden. Da habe ich jetzt schon wieder keine Lust mehr. Wirklich, keine Lust mehr. Das ist halt genau die Scheiße. Genau die Scheiße, auf die ich halt keinen Bock habe. Egal, nächste Folge. Bis dann. Tschüss.